dem Unfall hast du auch Beziehungen gehabt? Oder hat sie dir dann auch geholfen mit der Situation? Also, dass du eine Freundin hast, dass... Ich soll sagen, dass du einen Sinn gesehen hast oder einfach den Alltag gemeistert, oder? Ja, also ganz ein bisschen rausholen. Wenn man in dieser Situation ist, ist es eigentlich das ganze Leben zerstört. Es ist ja so. Und davon verfährt man sich langsam aufrappeln. Selber früher nie mit der Behinderten zu tun gehabt. Du siehst, was du jetzt kannst, nicht viel. Und das ist eigentlich mehr oder weniger, was Beziehungen angeht, was also alles andere eigentlich abgeschlossen. Und durch das, der Gedanke, wo ich sage, scheißegal, jetzt lebe ich mal für mich, ist eigentlich so, hat sich ein paar Sachen ergeben. So Beziehungen sind kaum gegangen. Die letzte Beziehung, die ich hatte, die ich auch geheiratet habe und relativ schnell wieder geschildert. Wir sind 7-8 Jahre zusammen gewesen. Ich konnte sehr viel daraus lernen. Sie hat mich sehr viel motivieren, Sachen zu machen, die ich früher nicht gemacht habe. Simpel einfach etwas einkaufen. Ich hatte früher extrem Mühe, irgendwie ins Laden reinzugehen. Etwas holen. Ich hatte das Gefühl, die Leute schauen mich an, die sehen es, weißt du. Ich musste immer jemanden dabei haben. Egal, ob es jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsener, einfach irgendjemand als ich habe gesagt, meine Schutz, meine, ich kann es nicht sagen, wieso und warum. Und das geile Beispiel, das ich kann bringen kann, sie hat mir einmal angerufen, als wir dort zusammen waren, wo relativ frisch, hat sie in so einem Frauenladen eine Kappe gesehen, die sie sich gerne würde kaufen. Und sie kann nicht dort hin, weil sie arbeiten tut und der Laden geht zu und ob ich das nicht kann. Und denkt, hey, hallo, was läuft mit dir? Was soll ich dort hin? Komm, tu nicht so. Und sie hat sich relativ mich als Mensch und nicht als Behinderten angeschaut. Der ist schon scheißegal, dass ich im Rollstuhl drin bin. Dann hat das eigentlich, ich hocke, ich bin nicht behindert, oder? Und dann hat sie mich mehr oder weniger dazu gedrängt oder gezwungen, dass ich in den Laden reingehe. Erstens als Mann in einen Frauenladen, der etwas muss kaufen muss. Zweitens als Behinderter. Und drittens, wie hat es jetzt sein, die Kappe war irgendwie mega weit oben gewesen. Da musste ich noch jemanden suchen, das eine, die Kappe aber. Und dann musste ich sagen, nachher, als ich das alles erledigt habe, sagte ich, es ist nicht einmal so schlimm. Die Leute schauen dich nicht einmal so, als sie schauen schon, oh, Rollstuhlfahrer. Ah, schön, komm, dann schaue ich es weiter, also tun sie nicht groß beachten. Habe ich kein Gefühl. Und seitdem bin ich eigentlich liberal. Das ist nur ein Beispiel, das ich daraus gelernt habe. Das sind auch viele. Ich habe auch negative Sachen, das eigentlich auch normal in der Beziehung dazu gehört. Würdest du sagen, das war einfach halt menschlich halt die Problem, oder ist auch das Problem, dass du im Stuhl warst? Gewisse Sachen sind normale Beziehungsprobleme, ja, die ich überall auftrete. Aber meistens ist schon der Stuhl im Vordergrund gekommen. Ja, es ist nicht einfach mit dem Rollstuhlfahrer zusammen sein. Das kann ich nachvollziehen und auch selber schon Erfahrung gemacht. Wo du nach der Reha Thema arbeiten. Ich habe dich in der Rotec, in der Stiftung kennengelernt. Ist die Rotec die erste Stelle gewesen, oder ist da etwas? Nein. Also zuerst war eigentlich ein Thema gewesen, dass ich Maschinenkonstrukteur mache. Dort haben wir als Noto auch ein paar Sachen anschauen. Das Problem war einfach, dass sie eine hundertprozentige Leistungen braucht, dass ich die Maschinenkonstrukteur machen konnte. Und damals von 100% war gar kein Thema. 40, wenn überhaupt. Aber durch das Kreislaufproblem, durch die ganze Körperumstellung, der Körper muss sich auch an diese neue Situation dran gewöhnen. Und das war echt eine riesige Umstellung. Und dann sind wir nachher vom Maschinenkonstrukteur auf Callcenter. Das ist eins. Ich kann nicht mal als schlechteste Berufswahlerfahrung, die ich gemacht habe, scheiße, ganz ehrlich gesagt. Dort haben sie mal so ein Experiment gemacht mit Tele2, wo das Noto im SPZ das Büro eingerichtet hat. Dort haben wir mal ausprobieren, schauen, ob das etwas wäre. Sag ich mal, für einen Behinderten, der nicht viele Funktionen hat, sag ich mal, ist es sicher nicht schlecht. Wenn einer, der ein bisschen kommunikativ ist, geht das schon. Aber auf lange Zeit ist das nicht für mich. Ich glaube, ich habe 3 Monate, 4 Monate durchgezogen. Und die letzten 2 Monate von dem halben Jahr, wo ich eigentlich erzählen sollte, habe ich nichts gemacht. Ich habe mich angeschlossen. Ich bin zwar immer dort im Büro nicht gesehen, aber ich habe mich angeschlossen. Immer den gleichen Satz wiederholen, immer das Gleiche sagen, immer denke, nein, das ist nicht für mich.
Und nachher habe ich ein paar Sachen noch probiert, aber es ist nicht gegangen. Darauf habe ich gesagt, wir lassen dich jetzt mal ein Jahr so in Ruhe. Du dich mal wieder stabilisieren, Kreislauf etc. Dann schauen wir es eigentlich an. Nach eineinhalb Jahren sind sie wieder auf mich zugekommen. Und dann ist nachher auch das Thema geworden. Dann bin ich dort oben, haben sie mir irgendwie als Praktikum, glaube ich, irgendwie 3 Monate. Nachher wieder 3 Monate. Und dann habe ich mit denen gesagt, ja, Moment, mir gefallen tut es mir eigentlich schon. Aber nur, wenn ich da nur die 30% könnte arbeiten. Normalerweise geht das in der OTEC irgendwie nicht. Aber durch IV und die Kommunikation mit den Leitern ist es eigentlich, wenn sie es machen können. Wie war für dich die Umstellung als Mech? Plötzlich hat sie eine behinderte Institution arbeiten, so einfach die Arbeiten machen. Also, als Mech, früher, wenn etwas nicht gegangen ist, hast du mal einen Hammer genommen und drauf gehauen. Oder? Im Büro innen kannst du es nicht so gut. Also einmal kannst du es machen. Dann hat der Chef glaube ich, nicht so Freude. Ich hatte extrem Mühe mit dem Bürojob im Allgemeinen. Dazu ist dann nachher gekommen, noch die Behinderten. Ich bin auch selber behindert, aber ich habe noch nie mit Behinderten zu tun gehabt. Zuerst bin ich dort aufgegangen und dachte, boah, wo bin ich da eigentlich? Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Behinderungen gibt. Ganz ehrlich gesagt, für mich ist jemand, der im Rollstuhl ist, behindert, er kann nicht laufen. Punkt aus. Dass andere noch Behinderungen sich hinter drauf verstecken tun, ist mir eigentlich nie bewusst. Und zuerst habe ich Angst, ist übertrieben gesagt, extrem starken Respekt gehabt. Ich habe nicht gewusst, wie mit denen reden, mit denen kommunizieren. Es hat auch eine, zwei oben, die nur immer über Kommunikator kommunizieren. Es gibt andere, wo du eigentlich richtig zuhören musst, dass du den überhaupt verstehst. Also wirklich extrem breitbandig. Im Nachhinein habe ich dann gesagt, wie würde ich mich da fühlen? Dann dachte ich, ich tue sie normal als Menschen behandeln, nicht als Behinderte. Und mit dem bin ich eigentlich relativ gut durchgekommen. Wie du weißt, also ein halber Psychiater da oben gesehen. Egal, das ist eine Sache. Schlussendlich habe ich mich daran anpassen. Hat dich die Zeit auch geprägt? Also sozialer gemacht? Nein. Nicht? Nein, ganz ehrlich gesagt. Weil ich das eigentlich als von der Menschenseite angeschaut habe, nicht von der Behinderten-Seite angeschaut. Das sind Menschen, die im Rollstuhl waren oder Menschen, die nicht richtig laufen können oder nicht richtig kommunizieren können. Aber sie waren Menschen. Ich habe sie so angeschaut, wie Menschen, wenn sie Scheiße gebaut haben, dann Scheiße bauen. Das sind auch wie normale, sage ich, für den Schluss, das ist normal. Wie Fußgänger, normale, gesunde Fußgänger. Zusammengeschissen und sie haben auch mich auch dürfen, keine Ahnung, zusammenschissen und mir die Meinung sagen. Ja. Und mit dem Betreuerteam bist du gut geschlafen gekommen? Dort durfte ich ein bisschen Bonus ein bisschen spielen. Also Bonus ausspielen. Weil ich sage ich jetzt mal, das Wort normal, das ist eigentlich gar nicht bewusst. Weil ich als Selbstständiger war. Ich konnte viel auch selber überlegen, machen, tun. Habe ich so kleine Bonus gehabt, ein bisschen selbstständiger entscheiden, selbstständiger machen. Nicht, dass sie mir die ganze Zeit auf die Finger geschaut hätten. Ja. Aber sonst im Großganzen habe ich mit denen nicht groß zu tun. Ich habe von 9 bis 12 Uhr gearbeitet, meine Sachen erledigt und dann bin ich gegangen. Aber ich habe mich gut verstanden. Das, was ich dort oben gesehen habe. Schaffst du jetzt immer noch in der Rotik oder was machst du jetzt? Nein. Nach etwa 4-5 Jahren habe ich von der IV Vorschlag bekommen, dass ich ein Bürofachdiplom mache, beziehungsweise Handelsdiplom. Das habe ich dann auch gemacht. Und durch den Jobcoach von der IV haben wir können, beziehungsweise in seinem Verdienst, dass ich jetzt bei der Versicherung Wodwas arbeiten darf. Er hat dort früher gearbeitet und darum hat er so ein bisschen Connections gehabt und dann konnte ich mich dort ein bisschen einsetzen. Und jetzt bin ich eigentlich seit eineinhalb Jahren fest angestellt. Als Sachbearbeiter. Und happy? Also falsch. Ja, extrem. Also ganz ehrlich gesagt, ganz am Anfang, als er mir das angeboten hat und gesagt hat, Versicherung, dachte ich, extrem trockene Materie. Du hast nichts Richtiges in der Hand sozusagen, abgesehen vom Papier. Aber ich dachte, ich probiere mal. Aber durch das Team, das dort ist, wo man eigentlich relativ geholfen hat, unterstützt hat, ist es ziemlich interessant geworden. Und ja, es gefällt mir eigentlich. Ja. Wie war deine Schaffungszeit? Hast du eine Betreuung gehabt? Einschaffungszeit ist etwa die erste Szene von der Einschaffung. Bin ich an der ersten Tag da gesehen.
Und ich bin ein Mensch, und wenn er etwas kauft, egal was es ist, die allgemeinen Bedingungen lese ich nie. Ob ich jetzt über das Internet mache, tue ich ein Häkchen drin. Wenn ich es daheim bekomme, in Küsse, etc. Ich habe noch nie in meinem Leben AVG gelesen. Bis dann. Der erste Tag bei der Versicherung, bei der Votoas, bin ich hergekommen. Da kommt der Chef und gibt mir einfach die ganze AVB von der Autoversicherung, von der Motorfahrzeugversicherung. Und lese durch und kannst nachher fragen. Und dann ist er gegangen. Dann habe ich die AVB angeschaut, ihn angeschaut. Sehr schön. Ich kann es ja von lesen. Mühsam. Es ist extrem mühsam. Das ist so eine juristische Sprache, wo du als normaler Laie nicht so gerade am Anfang verstehst. Tust. Nach 20.000 Mal durchlesen, checkst du es dann? Ja. Kann ich dort mal, erst mal in meinem Leben anfangen zu lesen. Hätte etwas müssen umgebaut werden? Glücklicherweise eigentlich gar nichts. Gar nichts. Dort haben sie einen Tiefgarage-Parkplatz, recht breit, zufälligerweise. Da hat es nachher einen Lift bis ins Büro hoch. Ein Bad ist schon eigentlich, das ist so eine meine Wohnung, das Büro, ein paar Zimmer hat und ein Bad und ein WC und alles. Und das ist eigentlich ziemlich rollstuhlgängig und alles haben sie gar nicht müssen machen. Das ist eigentlich auch in der IV ziemlich entgegengekommen. Das Einzige, was nachträglich einbauen, sage ich jetzt mal Klimaanlage. Weil ich habe immer noch im Sommer relativ Mühe mit der Hitze. Ja. Ich kann ja nicht schwitzen als Tetraplegiker. Und die Wärme tut mir eigentlich relativ recht fertig machen. Und die Klimaanlage haben wir noch eingebaut. Ja, das ist das Einzige. Und wie siehst du deine Zukunft? Hast du noch. Was hast du für Pläne jetzt? So Zukunft? Momentan habe ich jetzt nicht gross überlegt. Jetzt, momentan bin ich jetzt einfach vorweg. Ich habe eine relativ schwierige Zeit jetzt momentan hinter mir. Aber wie gesagt, eine Scheidung habe ich das durchgebracht. Und letztes Jahr im September ist eine Mutter von mir gestorben. Und das habe ich dann eigentlich so alles ein bisschen drei Hut müssen bringen. Dort habe ich auch den neuen Job angefangen, hin und her eigentlich Turbulenz gewesen. Turbulente Zeit. Momentan bin ich da. Sag ich jetzt mal ein Foto auf Mond. Aber so kleine gewisse Pläne habe ich dann schon, aber die muss ich noch zuerst fertig fühlen. Ja, und ich mache jetzt der Abschluss und der hat immer ein mit Fazit oder ein Tipp, wenn jetzt jemand das Interview sieht, wo auch frische Stuhl kommt und so. Hast du ihm einen Tipp oder einen Ratschlag, auf was er schauen soll oder so, zum Abschluss? Das ist eine gute Frage, ein Tipp. Was Tipp? Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Egal wie es schlimm ist, egal wie die Situation schlimm ist, es gibt immer Schlimmeres. Sag ich jetzt mal, das ist das meine Ding, das mir relativ durchgeholfen hat. Und kämpfen. Aufgeben kann jeder. Kämpfen kann nicht jeder. Mann, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Und ich ende wie bei dir jetzt üblich.